Hallo Freunde, ich begrüße euch. Ich bin vor einer Location, die mir persönlich mal ein bisschen mehr bedeutet. Hier wollte ich schon seit langer, langer Zeit hin und heute ist es endlich mal soweit. Leider bei schlechtestem Wetter. Es stürmt, es regnet. Ich weiß gar nicht, ob ich hier mit der Drohne überhaupt ein paar Aufnahmen machen kann. Und ihr seht es schon hinter mir, eine riesen Location. Da sind überall schon die Fenster offen. Und ich will mal gucken, dass ich hier jetzt möglichst unauffällig und schnell erstmal reinkomme, wenn ich von drinnen wieder. Also auf jeden Fall dabei bleiben. Ja, Freunde, das ist hier doch ein Einstieg für den Grafen. Leichter Zaunversatz. Schwupps, an der Klimaanlage vorbei. Dann hier schwuppdiwuppdiwupp unterm Baum durch. Das geht doch. Strudel. Ach, überall klappern hier die Rollläden. Es ist ja eine mega, mega, mega Atmosphäre. Ja, das Ganze soll angeblich immer noch kameraüberwacht sein. Ich kann es mir nicht vorstellen. Hier Fenster offen, da Fenster offen. Mal gucken, wo wir hier einen guten Einstieg finden. Dieses hier sieht schon sehr gut aus, aber nicht gut genug. Vielleicht ist hier irgendwo noch ein guter Einstieg. Oder hier durch den Keller. Würde es auch gehen. Ich höre da gerade schon irgendwie jede Menge Geräusche, aber das scheinen irgendwo nur diese Rollläden zu sein. Ja, das sind die Rollläden. Und hier geht es in diese Location rein, Freunde. Und damit haben wir jetzt natürlich erstmal geringfügig Krach gemacht, was natürlich keine Absicht war. Wo uns mal jeder gehört hat. So, herzlich willkommen nochmal. Und wir sehen es, wir sind in einem alten Krankenhauszimmer angekommen. Jawohl. Und in diesem Krankenhauszimmer geht es natürlich auch in die ersten Krankenhausgänge rein. Wir sind mitten im Geschehen. Wir sind in einem Waschraum angekommen, der ja, für meinen Geschmack nach Chlor schmeckt. Und auch noch so eine Badewanne. Und solche alten Waschdinger hat. Ah, Freunde, man muss erstmal Luft holen, wenn man in so eine Location reinkommt. Hier weht es, hier zieht es. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier in den Haupteingangsbereich geht. Ich muss mich ja auch erstmal ein bisschen orientieren. Professor Dr. Dr. Wete Empath, jawohl. Hier sind die Aufzüge am Start. Und hier sieht es so aus, hier hat es gebrannt. Jawohl, das heißt mit anderen Worten, wir gehen gar nicht in den gebrannten Bereich, sondern merken uns mal, wo wir reingekommen sind. Und guck mal, wo hier das nächste Treppenhaus ist, dass wir vielleicht erstmal die weiteren Etagen erkunden. Obwohl, was hier ja auch interessant ist. Hier auch Räumlichkeiten, die auch relativ interessant sind. Mit diesen Holzschränken. Das sind auf jeden Fall Behandlungszimmer auch gewesen. Man sieht es hier mit diesen Gerätschaften und so. Auf jeden Fall mega cool aus. Hört mal, Freunde. Hier weht der Wind durch und überall so Geräusche und so. Das ist natürlich was, boah, da brauche ich gar nicht mehr nachvertonen. Das wird so schon spannend. Und ich sehe gerade, hier geht es auf jeden Fall in einen nächst größeren Bereich rein. Das könnte so eine Art Schwimmbad oder Küche oder sowas sein. Ich weiß es noch gar nicht. Auf jeden Fall ist es ein ziemlich, ziemlich, ziemlich großer Bereich, wo man hier wunderschön rausgucken kann. Und ihr seht es schon, ich muss nochmal das Licht ausmachen, dass man sich von außen nicht sieht. Es ist nicht nur eine Etage, dieses Haus. Also hier wird noch einiges zu erkunden sein. Und das werde ich natürlich zusammen mit euch machen, ist ja ganz klar. Dafür sind wir ja hier. Hier ist noch mal eine Wendeltreppe, die sich hier nach oben windelt. Ich würde mal sagen, man fängt ja immer oben an, wenn vielleicht auch die Pathologie im unteren Bereich ist. Aber ich könnte mir vorstellen, ja, hier muss jemand sein, hier riecht es nach Rauch. Hallo? Ist doch richtig gerochen.
Hi. So, Freunde, wir sind jetzt, ich sage jetzt einfach mal wir sind jetzt hier im Keller schon mal angekommen. Und ja, was man natürlich in Krankenhäusern immer sucht, die Pathologie. Hört es, hier sind die Waschräume und dann gucken wir doch einfach mal weiter. Hier sieht es auch schon sehr danach aus. Hier sind überall die Räume gefliest. Och, ich falle hier schon über die Kisten. Und wir gucken einfach mal. Hier sind noch so einzelne Räume. Hier ist der Sondermüll mit diesem Totenkopf hier an der Wand. Das ist natürlich auch mega merkwürdig. Und hier hängen in der Pathologie tatsächlich noch die Gardinen. Wir sind in einem ersten Waschraum angekommen, wo ich sage, das sieht schon mal richtig, richtig gruselig aus. Ihr kennt diese Bilder von mir, ich hatte ja öfter schon im Krankenhaus, aber mal wieder ein Waschraum für die Verblichenen. Soll es ja auch noch den Raum der Särge geben. Den haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir den noch finden. Hier ist Waschraum 2, der aber leer gewaschen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich muss immer noch ein bisschen aufpassen, wo ich hintrete. Hier geht es in einen weiteren Waschraum. Und hier geht es irgendwo ins Kellergeschoss und ähnliches. Hier muss ich jetzt mal aufpassen, dass ich nicht schneller unten bin, als ich möchte. Wir gucken hier mal durch und man staunt. Man kommt aus der Leichenhalle in den Heizungskeller. Aha, hier fehlen schon einige Gitter. Werde ich also mal ganz vorsichtig nur ein Stückchen reingehen. Ihr seht es, ein großes Krankenhaus. Natürlich auch eine riesen Heizungsanlage. Die werde ich vielleicht nachher noch mal genauer angucken. Wir schauen erstmal weiter. Ihr habt es ja gesehen, es wird draußen langsam dunkel und ich möchte natürlich das natürliche Licht oben auch noch ein wenig nutzen. Ja, Freunde, vom Weg hier ist nichts mehr drin. Hier ist auch noch mal so ein steinalter Monitor. Auch der Firma Siemens mit so einer Verstellung, die sogar noch funktioniert. Ja, wer sagt's denn? Sehr, sehr schön. Und auch hier eine Röntgenbügel, die jetzt hochkant steht. Das kann man so wahrscheinlich gar nicht wirklich sehen, aber die steht hier hochkant im Raum und wurde dann so nach unten geklappt. Natürlich über Motoren. Das kriege ich jetzt natürlich nicht mehr eingestellt. Das sind hier diese Antriebe davon. Das ist natürlich schon eine Technik, wo ich sage, heißer Popaya. Hier ist ja richtig was drin. Lieber Scholli. So, man kann natürlich auch von diesem Röntgenraum in Röntgenraum 1, Röntgenraum 2, Röntgenraum 3 weitergehen. Das geht also hier lang, wo auch wieder mal zig Unterlagen noch liegen. Und wir kommen hier in einen Raum, wo ein Gerät drin ist, was ich persönlich nicht kenne. Mit solchen Plastikdingern, was sich drehen kann. Also das ist auf jeden Fall irgendwas zum Röntgen. Aber das kenne ich nicht. Und auch mit dieser Durchreiche, das sagt mir persönlich jetzt gar nichts. Denn ich sage mal, ein CT steht normalerweise ja nicht, ein MRT auch nicht. Und da geht es hier in so einen kleinen Raum und da steht Konstanzprüfung. Das klingt mir so ein bisschen nach Gleichgewichtsorgan oder sowas in der Richtung. Aber da mal in die Kommentare schreiben, wer das Ganze vielleicht kennt, eine Konstanzprüfung. Wir haben ja immer Mediziner, die hier auf dem Kanal auch die Videos mitverfolgen und die können sich ja mal wieder bestens bei uns melden und sagen, was das ist.
Es geht in den nächsten Krankenhausbereich durch eine relativ schwere Tür durch. Und hier sieht es wieder völlig anders aus. Hier ist die Atmosphäre anders. Hier ist es kalt. Hier regnet es durch. Das hat es dann auch schon gemacht. Und auch hier sind wieder einzelne Zimmer, wo ich erstmal gucken muss, was hier noch am Start ist. Das könnten auch wiederum Röntgenräume sein. Das könnten aber auch Beratungszimmer von den Ärzten sein. Ich sehe Schränke drin. Hier das übliche Gerät, wo man die Röntgenbilder drauf angucken kann. Hier eine Tür, die aber richtig zu ist und auf der anderen Seite zugemauert ist. Das werden wir gleich mal weiter erkunden. Und hier gucken wir einfach mal weiter. Hier sieht es jetzt aus, als ob die Klinik schon Jahrzehnte leer steht. Hier regnet es durch. Das war die Tür, die ich selber bedient habe. Hier geht es im weiteren Bereich um ein Treppenhaus. Und das ist der Raum, den ich von der anderen Seite eben nicht erkunden konnte, wo alles zugemauert ist. Aber es sieht mir nicht so aus, als ob hier etwas ganz Besonderes ist. Hier stehen jede Menge Möbel. Aber ja, außer vielen Möbeln und ein vergittertes Fenster ist hier eigentlich nicht wirklich was. Ich könnte mir vorstellen, dass das ja der Serverraum war. Freunde, dunkle Gänge im Krankenhaus. Boah. Und das, wenn man allein unterwegs ist, das liebe ich ja immer. Das wisst ihr ja. Und hier auch. Es geht nach rechts. Es geht geradeaus. Es geht nach links. Unter diesem völlig verschimmelten Lichtlang. Das ist doch mal richtig gruselig. Hier geht es in die Aufzugsschächte. Hier geht es irgendwo weiter. Wenn ich das so sehe hier. Also kann man sagen, hier wohnen vielleicht auch noch Menschen, die ich natürlich auch nicht stören will. Und hier sind überall Räume, die man weiter erkunden kann. Wie gesagt, ich bin jetzt hier schon ganz, ganz lange Zeit in diesem Gebäude und finde immer wieder neue Räume und bin überhaupt erst in der, ich glaube, ersten Etage. Und hier gibt es ja noch 7 Etagen drüber. Deswegen, also das ist hier schon eine Location, wo man sagt, naja, da kann man schon mal ein paar Tage verbringen. Die nächste Anmeldung. Wo allerdings aussieht, als ob alles rausgerissen ist. Aber auch hier wieder, es ist wieder ein neuer Bereich. Bitte einzeln eintreten. Hier geht es ganz nach draußen. Und hier sind, ja, jede Menge Schließfächer. Was ich auch persönlich ganz interessant finde, weil die mega klein sind. Und zwar für Chirurgie, Ambulanz und allem, was noch so dazugehört. Sozialdienst, also wirklich alles, was man sich so wünschen kann. Und hier geht es gleich in einen andersfarbigen Bereich. Hier, das muss ich leider natürlich nachher verpixeln, dieser riesen Überblick über dieses Gebäude. Also das Ganze hat hier 5 Etagen, 3 Untergeschosse. Das ist schon mal ein bisschen sportlich. Und hier war der Eingangsbereich. Da geht es zu den weiteren Gebäuden, die auch alle leer stehen. Also, ja, Tagesbeschäftigung. Behandlungszimmer, eins nach dem anderen, auch wieder mit diesen Treppenwänden und so. Und manche Sachen sind hier wirklich total zerstört und manches sieht aber noch relativ gut aus. So, Freunde, ihr seht es, da hinten steht das Tourenauto, da ist sowas Licht an, warum auch immer. Und ich bin in der obersten Etage angekommen. Das war jetzt mal ein Marsch am Sagoriel. Auch hier jede Menge Patientenzimmer, hier ist es schon richtig stürmisch.
wenn ich so den Blick über den Ort hier sehe, ist das natürlich ein Blick, der sich schon mal richtig gelohnt hat. Wir gehen mal wieder ein bisschen aus dem Wind raus und wir gucken mal, ob hier, wo die Patienten wunderschöne Aussicht hatten, durch das Anfrauen, ne? Vielleicht auch noch ein paar andere Räume sind. Da unten soll noch ein OP-Bereich sein, da gucken wir gleich nochmal. Aber ansonsten, oh, dieses Krankenhaus macht einen richtig kribbelig, ihr kennt das, es ist richtig cool, es gefällt mir. Ja, ich habe festgestellt, wenigstens die Kinder hatten hier schöne Räume. Das sieht mir ganz hübsch aus mit dem angelnden Bären. Und das heißt mit anderen Worten, die Kinder waren hier in der obersten Etage untergebracht. Wir gucken nochmal, ob es hier noch ein bisschen was anderes gibt als Patientenzimmer. Hier, wie es aussieht, ja, was für meinen Nachbarn, sage ich jetzt mal, eine Knasttür, richtig stabil, mitten in einem Krankenhaus. Ihr mögt es ja sportlich, ihr seht, wie eng das hier ist. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwie in diesen Knastbereich komme. Das habe ich jetzt schon mal geschafft. Und jetzt wollen wir natürlich mal gucken, was hier so Spektakuläres hinter sein soll. Ich vermute mal gar nichts außer der Toilette und dann für das Theater. Aber es war natürlich zu erkunden, warum das hier so zugegittert ist. Das heißt, ich quäle mich hier auch wieder zurück. Freunde, ihr seht es, er ist gerade vorgefahren, der Sicherheitsdienst. Da ist er, hat eben noch das Licht am Auto angehabt. Ist natürlich wieder äußerst unpraktisch, weil ich da auch natürlich noch filmen möchte. Mal gucken, ob wir den irgendwie umgehen können. Ja, Freunde, schnell mal in das Fenster. Da unten ist der Sicherheitsdienst. Da steht er. Da kommen eben irgendwelche Leute, dunkel gekleidet. Ich halte hier nur mal die Kamera hin und halte selber die Nase hinter diese Kante. Die müssten da jeden Moment vorkommen, da sind sie. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, wie wir mit der Sache umgehen. So, Freunde, ihr seht mich strahlen vor dieser riesen Location. Möchte ich einmal Danke sagen. Danke dafür, dass ich hier mit euch so eine Location erkunden darf. Dass ihr meine Videos immer verfolgt, das macht das Ganze nämlich für mich auch nur möglich. Und ja, es war einfach wieder genial. Ich hoffe, dass da draußen ein richtig gutes Video entsteht. Das ist ja mal an den Dornen vorbei. Und dass ihr da genauso viel Spaß dran habt, wie ich hier eben hatte. Hier war vorhin der Zaun noch zu, jetzt ist er offen, dann nutzen wir das natürlich gleich. Und ja, auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren. Nur so ist es möglich, dass ich hier auch weiter drehen kann und weiter Filme hochladen kann. Und ich wünsche euch erstmal einen ganz schönen Tag. Macht was aus dem Sonntag noch und bis denne, euer Graf Herrenhausen. Ciao, ciao.